Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich wollte euch so einen kleinen Zwischenstand geben zu meiner Professionalisierung. Ich hatte ja versucht oder gesagt, ich versuche den Kanal nach vorn zu bringen und Dinge zu verändern. Und ich habe jetzt ein vorläufiges Endergebnis. Das ist übrigens nicht besonders gut, das Endergebnis. Aber es ist wie folgt. Ich habe jetzt viel mit Hashtags gearbeitet, mit Keywords. Ja, obwohl es eigentlich gesagt wird, dass sie nicht so wichtig sind. Auf die Sprache geachtet sozusagen. Ich habe die Themen sehr breit gestreut, damit ich möglicherweise dann eine Monetarisierung bekomme, damit ich dann hoffentlich eher geteilt werde, weil Monetarisierung ja Geld bringt über die Werbung und YouTube da Interesse dran hat. Das Problem ist, ich werde meistens demonetarisiert. In seltenen Fällen nicht, wo ich dann immer denke, warum diesmal? Also es ist halt, wie gesagt, ganz, ganz komisch. Und der Zweitkanal ist da nicht so schlimm dran wie der Erstkanal. Das heißt, ich kann schon mal eine Sache sagen. Der Algorithmus stuft meinen Erstkanal schon mal als negativ ein. Das heißt, er wird grundsätzlich erstmal nicht monetarisiert. Dann gehe ich dagegen an, dann dauert es eine Woche. Dann kommt ganz häufig die Entscheidung, nee, geht doch. Dann ist es natürlich zu spät und dann hat sich das Video aber auch nicht mehr geteilt. Ja? Also, das macht dann keinen Sinn mehr. Das bringt mich dann nicht weiter, weil es sich dann nicht geteilt hat. Also, ich habe Tage, da kann ich machen, was, da kann ich, egal was, ja, und wenn ich übers Pupsen rede, ja. Nicht monetarisiert und damit wahrscheinlich auch nicht die Teilungsrate, denn ich brauche den Vorschlag von YouTube. Da habe ich Leuten vorgeschlagen, wer damit ich wachse. Ich habe ganz gezielt mich an anderen Kanälen orientiert, geguckt, wie machen die das und so weiter. Habe wirklich geschaut, inhaltlich bin ich da nicht anders als andere. Auch von meiner Wortwahl her würde ich nicht sagen, dass ich da großartig anders bin. Natürlich gibt es Videos, wo ich mir richtig auf die Kacke haue, okay, aber ich benutze durchaus oft gar keine Schimpfworte und mache das sehr neutral und sehr differenziert, um das Problem zu umgehen, dass gewisse Worte irgendwie triggern den Algorithmus. Dann habe ich ganz deutlich, das solltet ihr gesehen haben, die Thumbnails angepasst. Mir wurde von andererseits schon vor Jahren gesagt, du musst bessere Thumbnails machen. Ich habe gesagt, da habe ich keinen Bock zu. Nee, ist mir zu viel Aufwand hier und Körper ausschneiden habe ich keinen Bock zu. Ne? Und habe es dann gelassen. Dann, wie gesagt, habe ich jetzt gesagt, okay, gut. Halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht reagiert der Algorithmus auf die richtigen Thumbnails. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Und dann habe ich geguckt bei klassischen großen Kanälen. Die haben alle den gleichen Stil. Den habe ich jetzt mal testweise kopiert. Also ich habe nicht die Thumbnails kopiert, sondern ich habe sie ähnlich gemacht. Nicht genauso gleich. Und ich habe auch einen Kanal, den ich verfolge. Und der wächst irre. Der hat, ich weiß gar nicht, ein Drittel meiner Videos. Oder viel weniger noch. Der hat auch keinen großen irgendwie Twitter-Account, der ihn pushen könnte. Ich übrigens auch nicht mehr. Deshalb müsst ihr den neuen bitte, ne, abonnieren, weil meinen alten haben sie ja gekillt. Frecherweise. Und da ist so, der hat auch Migrationsthemen, genau wie ich. Der packt die Sachen genauso an. Der zeigt immer viel Videos, die er reinschneidet bei sich. Hat ansonsten vom Thumbnail her im Prinzip immer ausgeschnittenen Kopf, schwarz-rote Schrift und so ein Kasten. Wie viele groß das auch machen. Also habe ich gesagt, okay, versuche ich an Thumbnails was zu machen. Und habe das dann auch mal umgesetzt. Mir gefallen sie jetzt tatsächlich auch besser. Weil mich das schon früher immer gestört hat, wenn ich ein Bild hatte, dann lag die Schrift oft drüber, du konntest das Bild nicht richtig sehen. Also das heißt, das fand ich immer schon ein bisschen blöd. Ist mir selber aufgefallen bei mir, fand ich irgendwie ungünstig. Weil wenn du das Bild verdeckst, dann macht das Bild keinen Sinn. Also habe ich jetzt angefangen, die Thumbnails zu verändern, Sachen auszuschneiden. Die ersten Versuche sind so lala, aber das ist nicht so schlimm, das kriegt man alles hin. Und ja, jetzt bin ich mit dem Thumbnail tatsächlich schon ein bisschen zufrieden. Ich habe den blauen Balken verkleinert, erst ganz klein gemacht, dann wieder etwas vergrößert, damit er nicht so dominant im Bild ist. Ich will den blauen Streifen mit einsamer Wanderer aber behalten. Ich denke, dass meine Thumbnails eigentlich gut sind. Also, nein, wie mir gefallen. Sie sind nicht funktional, aber sie gefallen mir. Sie haben vor allem Wiedererkennungswert. Das ist mir sehr wichtig gewesen, als ich die so gebaut habe. Von dem will ich auch nicht abrücken. Aber ich habe den Streifen verkleinert, damit mehr Bild geht. Ich habe schon früher immer mit Weiß-Rot gearbeitet in der Schrift. Das heißt, das ist jetzt kein so tragischer Unterschied für mich. Ne? Wenn ich jetzt die Farbe hätte wechseln müssen, wäre es blöd gewesen. Aber ich hatte sowieso immer Weiß-Rot. Ja? Von daher war der Sprung jetzt hier auf die neuen Thumbnails kein besonders großer. Ich habe es halt noch einen Kasten dazu gepackt und mache jetzt immer es so, dass ich ein Bild zeige und daneben die Schrift, damit das Bild nicht verdeckt wird. Ich habe die ersten Versuche gemacht.
Die haben gar nichts gebracht. Ja? Und für mich erklärt sich das auch. Es mag sein, dass vielleicht mit einem besseren Thumbnail der eine oder andere mehr guckt. Der Kern ist aber, und es gibt noch eine Sache, die ich versuchen werde, nämlich die Länge, dass ich auf 7 Minuten so komme. Das werde ich nochmal austesten, aber ich denke, ich bin geshadowbanned. Ich denke, meine Kanäle werden alle als gefährlich oder lästig oder was auch immer eingestuft, sodass man mir den Weg erschwert. Denn es ist so, die Aufrufzahlen sind völlig eingebrochen mal wieder bei mir. Ich habe immer so eine Wellenbewegung, das ist ganz normal bei mir. Und wenn ihr die meisten Videos anguckt, ja, da sind auch Gedichte bei, okay, aber die meisten sind unter 1000, bei 12.000 Abonnenten. Und wenn ihr euch das hier anguckt, ihr seht es gerade, 331 mit dem neuen Thumbnail sozusagen, mit Hashtags, mit Keywords und so weiter, mit einem heißen Thema. Also das sind alles Sachen, die denke ich, alle richtig sind. Klar, es gibt mal Themen, da liegst du daneben, dann haben die Leute keinen Bock drauf, okay. Aber hier freiwillig Kopftuch oder so finde ich prägnant das Ding mit der Güna Balci drauf. Und dann auch die Textzeile. Ich denke, das spricht an. Ihr seht, gut, bei Güna bin ich über 1000 gekommen. Ist trotzdem lächerlich. Das ist nichts über 1000. Gar nichts ist das. Meistens bin ich unter 1000. Ja, wenn ich da runterrollen würde, werdet ihr sehen. Natürlich habe ich auch viel Spielereien gemacht, die natürlich nicht so viel ziehen. Das ist auch okay, aber trotzdem auch die ganzen ernsthaften Sachen meistens unter 1000. Wenn ich mir dagegen den Vergleichskanal, den ich mal angucke, ansehe, der macht immer nur Migration im Prinzip. Der geht eigentlich niemals oder fast nie unter 3.000, 4.000 weg. Das sind die schlechtesten. Meist liegt er bei 60.000 bis 20.000. Der hat halbe Videos, nix. In der Antwort, ich will die gar nicht dissen. Ne? Der macht einen guten Job, gar keine Frage. Überwiegend. Aber der hat Videos, Thumbnail mit Migranten drauf, irgendein Thema. Was ich auch behandelt habe, 194.000 Aufruf. Ist nicht erklärlich, ja? Und der Punkt ist halt einfach, dass ich jetzt da angekommen bin, dass ich denke, es liegt einfach an Folgendem. Der Schlüssel ist, dass YouTube dich vorschlägt, damit Leute dich klicken. Dann macht das Thumbnail auch was aus. Ich werde nicht vorgeschlagen. Ich werde, glaube ich, und das vermute ich, und das schreibt mir bitte in die Kommentare, ich mache auch nochmal eine Umfrage, ich gehe davon aus, ich werde überhaupt nicht vorgeschlagen. Nur in den seltensten Fällen. Und ich habe das dreimal jetzt gehabt. Ich weiß der Teufel warum. Ich habe dreimal bin ich scheinbar vorgeschlagen worden. Beziehungsweise, es ist sicher, ich habe eine Umfrage dazu gemacht. Das waren meine besten Videos. Ich habe noch nie so gute Videos gehabt. Das eine Video ist bei 66.000 Aufrufen. Das habe ich noch nie geschafft in meinem Leben. Mit alten Thumbnail, ja. Mit großer Länge. Das heißt, diese ganzen Faktoren, die man sonst so nimmt, können es da nicht gewesen sein. Das heißt, da bin ich vorgeschlagen worden. Das weiß ich durch die Umfrage. Warum ich da vorgeschlagen wurde, kann ich nicht sagen. Vielleicht, weil ich ein heißes Thema angefasst habe und das war der einzige Grund. Ansonsten werde ich grundsätzlich, das behaupte ich, nicht vorgeschlagen. Nicht bei wahrscheinlich meinen Abonnenten und wenn nur einer winzigen Zahl. Denn guckt euch an, ich habe 331 Aufrufe nach 5 Stunden. Das ist ein Witz bei 12.000 Abos. Und jetzt kommt das Interessante. Ich habe testweise ein anderes interessantes Video mit dem gleichen Thumbnail-Style gemacht auf meinem Zweitkanal. Das hat ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, ist aber auch später gestartet. Das heißt, im Prinzip ist der Zweitkanal mit 1450 Abos genauso stark, wenn ich was teile, wie der mit 12.000. Und das sagt für mich ganz klar, ich werde nicht niemals irgendwem vorgeschlagen. Das ist es. Und wenn du niemandem vorgeschlagen wirst, wächst du auch nicht. Dann wachse ich nur, wenn mich irgendwer teilt, wie Carsten Jahn oder so, ne, das schon ein paar Mal gemacht hat, dann wachse ich mal. Ich habe es auch per Twitter versucht. Ich habe es bei Getter versucht. Ich habe bei Getter tausende Follower, ne? Teil da immer. Es bewegt gar nichts. Hatte bei Twitter, hatte ich glaube ich 3000, bis sie mich gekillt haben. Bewegt nichts. Ich mache es mit Shorts, um mich nach vorne zu bringen. Zusätzlich, auch das bringt meinen Kanal nicht nach vorne. Nicht wesentlich. Der Witz ist übrigens, die Weihnachtsvideos laufen immer noch. Ich kriege immer noch Kommentare zu den Weihnachtsvideos. Das ist überhaupt nicht mehr aktuell und immer noch kommentieren Leute das. Das heißt, die sind irgendwie gepusht worden und die werden immer noch scheinbar gepusht, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne. Vielleicht ein einmaliger Fehler oder so. Mir ist es ein Rätsel, aber faktisch, wenn der Hauptkanal und der Zweitkanal in den Aufrufzahlen keinen Unterschied machen, dann ist die Abozahl A unbedeutend offensichtlich für meine Aufrufe und B, das bedeutet auch, dass ich nicht vorgeschlagen werde. Denn in Relation, sagen wir mal, ich würde bei beiden für 10% vorgeschlagen, dann müsste ich beim Hauptkanal mehr Aufrufe haben, weil ich 12.000 Abos habe. Ich hab, ne? Das sind ja fast
Das sind ja ungefähr 10-mal mehr Abos. Da müsste die Quote also höher sein. Ist sie aber nicht, wie ihr seht. Also hier haben wir die 331, das andere hat irgendwie auch um die 300. Ja, also keine wesentlichen Unterschiede. Natürlich sind das jetzt zwei Schüsse, ich werde das auch öfter noch ausprobieren, klar. Aber ich habe es wirklich versucht, Videos so zu bauen mit diesen ganzen Dingen, um mal zu gucken, ob ich mal vorgeschlagen werde. Und nein, es funktioniert nicht. Ich werde nicht vorgeschlagen. Und deshalb wachse ich auch nicht. Das ist einfach der Grund. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Da kann ich auch an der Qualität rumschrauben. Ist egal. Ich habe die Soundqualität verbessert, ganz wesentlich, ne? Solche Sachen. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal eine bessere Kamera gekauft, die eine Logitech hier, die ist okay, denke ich. Ja, besser als die alte auf jeden Fall. Ich habe die Ausleuchtung verbessert, das habt ihr vielleicht gemerkt. Ich habe eine saubere Ausleuchtung. Ich habe immer einen schönen Hintergrund, ich finde, daran liegt es auch nicht. Ich denke, dass YouTube mich pinnt. Das ist das, was ich vermute. Ich mache es nochmal, ein paar Testläufe, vielleicht heute Abend noch, mit dem Thumbnail-Style. In kürzer. Bloß, der Punkt ist halt, ich will nicht, und das ist genau der Punkt, das hatte ich euch damals beschrieben, ich will mich nicht selber kastrieren und nur noch das machen, was YouTube will. Weil dann bin ich irgendwann da, dass ich Katzenvideos mache. Und selbst mein Katzenvideo wurde nicht monetarisiert. Das sollte einem wirklich zu denken geben. Ich hatte ein Katzenvideo gemacht, auch das wurde nicht monetarisiert. Das spricht wieder für meine Theorie, dass mein Kanal verbrannt ist quasi. Ja? Dass der auf negativ geschaltet ist, dass der Algorithmus den benachteiligt. Also von daher, es muss irgendwo noch ein Weg sein, wo ich noch dazu stehen kann, was ich mache, inhaltlich und sprachlich etc. Ich mache gern was, damit ich wachse und damit ich mehr Leute erreiche. Das ist auch wichtig, habe ich ja alles in meinen Videos damals erklärt. Aber es wird nicht so weit gehen, dass ich mich, sag ich mal, selbst kastei. Das wird es auch nicht. Ne? Also dann nur noch 3-Minuten-Videos und nur noch lalala und so, das wird es nicht geben. Das geht nicht. Ich mache gerne noch mal ein paar Beiträge, wo ich sage, gut, wenn du in 7 bis 8 Minuten das machen kannst, ist okay. Ich mache auch gerne die Shorts, macht mir Spaß inzwischen. Aber wenn ein Thema 15 Minuten braucht, braucht es 15 Minuten. Dann ist es halt so. Punkt. Und wenn ihr guckt, die Sachen, die bei mir gut gelaufen sind, 3 Stück waren das, die waren alle lang. Die waren nicht kurz, die waren alle lang. Das heißt offensichtlich, die Aktualität des Themas und ob es die Leute triggert, schlägt alles andere scheinbar. Die Leute gucken es dann trotzdem. Ne? Also das Krampus-Ding ist super gelaufen, das Julia-Ruß-Ding ist super gelaufen und das mit der Tanne, die der, ich weiß gar nicht, Gärtner davor die Kita gestellt hatte. Das sind die besten Videos, die ich je hatte. Und ich muss dazu sagen, von der Wichtigkeit der Themen her, waren das nicht die wichtigsten. Wenn ich mir dagegen angucke, Migrationspakt und tralala, das waren richtig wichtige Videos für die Welt. Ne? Also Qualität und Inhalt sind überhaupt nicht das Wesentliche. Was ich auch nicht machen werde, ich möchte nicht Geifer nach der nächsten Sensation noch Sensationspresse spielen. Das kann Welt machen oder so, oder Bild, ja. Das ist auch nicht mein Job. Ich mache schon meine Inhalte so, wie ich das will und dass ich dazu stehen kann. Das ist mir schon wichtig. Ich muss irgendwo einen Weg finden, aber ich denke mal, ich werde mit diesem Kanal nicht vorankommen. Glaube ich nicht. Es sei denn, ich kriege ein paar Mal noch so diese Zufallstreffer hin. Vielleicht waren diese Zufallstreffer, wo ich scheinbar mindestens 2-mal geteilt wurde, irgendwie mit dem neuen Stil verbunden, dass ich was anders gemacht habe. Wenn das so war, dann kann ich euch aber immer noch nicht sagen, woran es gelegen hat. Die Länge war es dann definitiv nicht. Das Thumbnail war es auch nicht. Von daher trete ich dann auch auf der Stelle, bin da sehr unsicher und kann einfach noch nicht genau sagen. Ich habe es wirklich versucht, akribisch wissenschaftlich anzugehen. Ich habe an allen möglichen Stellschrauben jetzt gedreht, habe wirklich gezielt bei anderen geguckt. Was machen die anders? Funktioniert nicht. Wahrscheinlich ist mein Kanal irgendwann negativ eingestellt worden. Vielleicht auch deshalb, weil ich mal eine große Runde gemacht habe mit Martin Sellner und so zusammen. Das kann sein, dass sie dann gesagt haben, okay, alle, die auf der Liste waren, bam, 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 bam. Startzeit Nummer 1 quasi, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass ich schärfere Inhalte mache als andere. Oder jedenfalls nicht immer. Und wie gesagt, irgendetwas verhindert, dass meine Videos scheinbar vorgeschlagen werden. Also vielleicht werden sie meinen Abonnenten teilweise vorgeschlagen, aber wenn, dann nicht besonders vielen offensichtlich. Aber Fremden werden sie normalerweise, würde ich sagen, zu 99% nicht vorgeschlagen. Denn sonst müsste ich wachsen. Ich mache das hier seit, ich glaube, über 5 Jahren, wenn ich nicht irre. Ich habe fast 1400 Videos. Das macht keinen Sinn, ne? Ich habe einen regelmäßigen Content. Ich mache jetzt nicht gerade den Dummkram hier, würde ich sagen.
Also an der Qualität liegt es meiner Ansicht nach auch nicht. Von daher denke ich, dass es einfach eine YouTube-Geschichte ist. Ich denke, dass YouTube mich ausbremst. Der Punkt ist auch, Karl und ich haben ein bisschen böse gemacht. Karls Kanal wurde damals auch gelöscht, Ebola Virale News, ne? Wir haben beide ein neues Projekt gemacht, komplett neu angemeldet, komplett neuer Kanal. Unabhängig vom einsamen Wanderer, unabhängig von ihm. Das Ding geht auch nicht durch die Decke. Da müsste man ja auch mal sagen, naja, vielleicht wird es ja mal irgendwie vorgeschlagen. Nein, wird es offensichtlich nicht. Auch hier dümpeln wir vor uns hin. Es kann also auch sein, dass sie es an Namen koppeln. Dass vielleicht mein Name und Karls Name, dass die verbrannt sind. Das heißt, okay, wenn ein Kanal mit dem Namen ist, wird er gebremst. Klingt ein bisschen verschwörungstheoretisch. Ich habe mir zu Herzen genommen, es gab mal Beef zwischen Darius und Alexander Rau. Und Rau hat Darius klar gesagt, muss er hier nicht rum, so ungefähr. Von wegen gekaufter Opposition. Du machst es halt nicht so richtig wie ich. Deshalb habe ich mir auch geguckt, was macht der Rau. Und habe eben geschaut. Und okay, vielleicht hat er sich auch, ich denke mal, Sachen gekauft. Ich glaube, viele der Größeren haben sich wahrscheinlich einfach irgendwo Abos gekauft, denke ich mal. Das schiebt möglicherweise dann an. Das ist noch eine Variante, die ich vermute. Aber nur an der Machart und der Technik und so kann es nicht liegen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so viel schlechter jetzt einen Job mache als der Raue, würde ich sagen. Ja? Und auch nichts gegen den. Ich gucke seine Sachen ganz gerne. Auch, ja, meistens sind die ganz gut. Meistens sind die ganz gut. Manchmal haut er ein bisschen übers Ziel vielleicht, aber meine Güte. Aber da erkenne ich nicht die riesen krassen Unterschiede, die das jetzt sozusagen rechtfertigen würden. Also von daher, meine bisherige Analyse ist an einem toten Punkt angekommen. Ich habe es wirklich an allen möglichen Sachen rumgeschraubt. Ich werde jetzt mal gucken, ob die Länge nochmal was ausmacht. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ja, und wie gesagt, sicherer Hinweis ist, dass die meisten Sachen erstmal demonetarisiert werden. In seltenen Fällen klappt es. Heute auf dem Zweitkanal bin ich monetarisiert worden und habe gedacht, hö? Das war ein Corona-Thema, das habe ich auf dem Zweitkanal extra gepackt. Und da kriege ich eine Monetarisierung? Ich meine, es nützt mir überhaupt nichts, ne? Das kannst du vergessen. Kommt, da bleibt nichts mehr hängen. Also, ich hatte jetzt nach diesem Lauf mit denen, wo ich so viel hatte, hatte ich wirklich die Hoffnung, dass mal Kohle rumkommt, ne? Weil es wäre wirklich nett gewesen. Muss ich sagen, ich bin noch hart am Kämpfen als Selbstständiger, wirklich hart am Kämpfen. Es wird auch nicht besser in Deutschland, ja? Und ich habe den Absprung mit der Firma noch nicht geschafft, eben weil du finanzielle Rücklagen etc. brauchst. Das dauert einfach noch. Und das wäre mal nett gewesen. Ich habe, glaube ich, also die letzte Zahlung von YouTube waren 130 Euro. Davon gehören ungefähr 30 dem Staat, weil ich muss ja versteuern, ne? Naja, 30, ja, weiß ich. Also irgendwie roundabout 20% gehören dem Staat, ja? Also mit reich werden mit YouTube ist nichts. Jedenfalls nicht bei mir. Das könnt ihr verlatten, ne? Und in dem Monat hatte ich ein Video mit 66.000, ein Video mit, glaube ich, 50.000, Video mit 25.000. Das war das Beste, was ich je geschafft habe. Und das reicht halt für Netto und Huni, ne? Also wie gesagt, finanziell bringt mich das leider nicht nach vorne. Also reich werde ich dabei nicht. Aber wesentlich ist eben die Monetarisierung dennoch, weil wenn ich monetarisiert bin, glaube ich jedenfalls, müsste ich eher vorgeschlagen werden, weil die ja mit den Werbeeinnahmen was verdienen. Das heißt, sie hätten einen Eigennutzen, das Video vorzuschlagen. Aber nicht mal das funktioniert. So, also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt nochmal mit der Länge ein bisschen experimentieren. Es gibt natürlich auch Leute, die haben hinten bewegte Hintergründe statt einem starren Bild. Ob das jetzt wirklich was ausmacht, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das der Schlüssel jetzt ist. Ja, gibt da Leute, die haben so Bienen und so rum, also so Bienen gefilmt, die dann neben dem Video, was derjenige zeigt, dann da rumlaufen und so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Algorithmus das als Grund nimmt, das was vorzuschlagen, was nicht. Ne? Und ja, okay, also wenn bewegter Hintergrund ist, wie bei Carsten Jahn, der irgendwie draußen rumtigert, was ich ja normalerweise auch mache, in letzter Zeit bloß nicht hinkriege und ich habe den Gimbal immer noch nicht testen können, leider. Aber wenn es das wäre, dann hätte ich ja früher durch die Decke gehen müssen mit meinen Videos. Ne? Also bin ja ständig am Kanal lang. Mache ich auch wieder, keine Sorge. Wenn mein Urlaub zu Ende ist und ich wieder in Deutschland bin, dann gibt es auch wieder eine Menge am Kanal. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber ja, wenn es ein bewegter Hintergrund wäre, hätte auch vorher das schon mal schnackeln müssen. Und man darf nicht vergessen,
Dieses 66.000 Ding, das mit den, ich glaube, fast 50 oder über 50 und das mit den, ich glaube, 25.000. Das sind die Glanzstücke meiner Karriere. Ich habe das in 5 Jahren niemals geschafft, vorher. In 5 Jahren habe ich das nicht einmal geschafft. Also der Kollege Zufall müsste doch sagen, dass das in 5 Jahren hätte vorher mal passieren müssen. In irgendeiner Form. Weil so falsch kann man ja nicht immer liegen eigentlich, ja? Und dennoch hat es nicht funktioniert. Nochmal, ich mache es seit 5 Jahren. Ich habe weit, weit über 1000 Videos. Ich bin bei 12.000 und der Kanal, den ich mir angucke, der hier mal eben 194.000 Aufrufe mit einem Video hat, der ist fast so groß wie ich inzwischen. Der hat, weiß gar nicht, ein Drittel meiner Videos. Der ist einfach hingekommen, bam, bam, bam und wächst, 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 wächst. Ich weiß gar nicht, ob er selber weiß, warum er wächst. Und wie gesagt, ich habe gedacht, gut, vielleicht teilt er es in irgendwelchen Facebook-Gruppen, aber wenn, hat er seinen Facebook-Account nicht angegeben und sein Twitter-Ding ist noch kleiner als meiner, ja. Also, dass es irgendwie über Twitter anschiebt oder so, das kann es meiner Ansicht nach auch nicht sein. Shorts hat er, glaube ich, auch nicht. Ich habe noch einen anderen Kandidaten, die Videos gucke ich mir auch gerne an. Der macht einmal im Monat, glaube ich, ein Video. Hat immer einen schönen Manga-Style. Mag ich. Hat einen coolen Style. Mit dem würde ich auch gerne mal was zusammen machen. Falls er bei mir guckt, kann er sich mal melden. Ich glaube, er weiß schon, wen ich meine, ne? So immer Manga-Figuren vorm Hintergrund und so. Ich glaube, der weiß schon, wen ich meine dann. Der hat super Aufrufe, der macht ganz selten was. Zeigt sich auch nicht. Also, ich mache es ja, ich habe versucht, auch mit Persönlichkeit ranzugehen, mich zu zeigen. Auch das scheint nicht der Weg zu sein. Und der hat dann aber wirklich gute Aufrufe. Der macht nur einmal im Monat, aber das läuft dann. Also, das Ding geht dann richtig durch die Decke für meine Verhältnisse. Wie gesagt, ich habe den Schlüssel bisher nicht gefunden. Wenn ihr glaubt, den Schlüssel zu kennen, könnt ihr das ja mal reinschreiben. Ich habe ganz, ganz viel ausprobiert, schon jetzt, mehr als ich jetzt erzählt habe. Aber bis jetzt habe ich den Schlüssel nicht gefunden und ich neige halt dazu zu sagen, okay, ich bin von YouTube halt downgegradet. Ich vermute, das wird es leider sein und das heißt auch, dass ich mich mit meinem Kanal anstrengen kann, wie ich will. Da wird nichts draus werden. Das ist die harte Erkenntnis, die ich bisher habe. Ja, wer da Tipps hat oder so weiter, ne, kann mir jetzt in die Kommentare schreiben und ich mache gleich eine Umfrage. Bitte macht die mit und ja, ich werde sie auch keinen Thumbnail machen für das Ding, weil, wie gesagt, das interessiert draußen ja sowieso keinen. Das ist ja eh nur für die internen. Das lade ich jetzt einfach so hoch, fertig. Und da mache ich noch eine Umfrage, also bitte da teilnehmen. Und dann gucke ich mal, ob ich der Sache weiter auf die Spur komme. Wer tolle Ideen hat oder Anregungen, bitte eine E-Mail an der-einsame-wanderer@gmx.de. Freue ich mich drauf. Und ja, ansonsten danke an der Stelle für allen Support, für all die lieben Leute, die mir Weihnachtsgrüße geschickt haben und so weiter und die für mich da sind, die mich stützen, die treu kommentieren. Danke, danke, danke. Wirklich, ich freue mich immer total. Ich versuche wirklich die Kommentare zu lesen. Es geht nicht immer natürlich, aber ich versuche es zumindest. Und ja, von daher. Danke, bleibt mir gewogen im nächsten Jahr. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr vielleicht tun könnt, ihr könntet mich, wenn ihr in irgendwelchen Facebook-Gruppen seid oder auf Twitter stark oder so, schiebt meine Videos mal an. Vielleicht klappt es damit. Ja, aber ohne externe Hilfe sieht es nicht so aus, als würde ich das hinkriegen. Das muss ich so hart sagen. Es sei denn, ich lande mal wieder einen Zufalltreffer, aber selbst dann, selbst mit Zufallstreffern, bin ich immer noch nicht mega groß. Ne? Mit 12.000 ist gut, freue ich mich. Also ich. In Relation, ne, zu Leuten, die ich sonst so sehe und auch zu Qualitäten, die ich sonst bei anderen sehe, nichts, muss man auch sagen, ne? Also ich denke auch, Qualität sollte auch ein Gradmesser sein, ist es aber scheinbar nicht. Okay, ja, das mal so für euch als Zwischenstand. Ich expandiere noch ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, ob es vielleicht über die Länge funktioniert. Mal schauen und wenn nicht. Dann wachse ich halt wieder stückweise. Ne? Brauche ich halt, bis ich über 100.000 bin, brauche ich dann halt noch 10 Jahre oder 20. Dann ist es halt so. Ne? Ja, dann macht's mal gut. Ich wünsche euch was und auf bald.